Willkommen zurück, hier ist wieder Davok, Meister die Karten mit Dungeon Top. Im letzten Part haben wir das Tutorial geschafft und unseren ersten Helden ausgewählt, hier den Krieger. Und wir stehen vor dem zweiseitigen Portal. Doch bevor wir den dunklen Pfad bestreiten, würde ich gerne mal meinen Helden hier eine andere Waffe ausrüsten. Wir haben sie gefunden, aber ich habe sie nie eigentlich benutzt oder ausgerüstet. Also hier den Bogen wählen wir jetzt aus, damit wir auch Fernkampf haben. Der ist nämlich in diesem Fall besser. Und ansonsten haben wir normaler Pfad, Standardpfad oder hier den dunklen Pfad, eine herausfordernde Pfad mit Potenzial für bessere Belohnung. Ich fand das Game im letzten Part relativ einfach, deswegen nehme ich jetzt hier mal den dunklen Pfad. Mal gucken, ob es hier ein bisschen aufskaliert. Tür geöffnet. Als du das Portal durchschreitest, hörst du das protestierende Knirschen von Zahnrädern und ein tiefes Grollen, als sich die riesige Tür zum nächsten Raum öffnet. Versiegelte Tür. Okay, also mir sieht hier den Dungeon, wo wir im ersten Part waren. Jetzt gehen wir runter. Okay, ein Ork-Leutnant. Let's go. Battlen wir ihn. Kämpfen. Also, ich will alle Battles machen. 3,14. Let's go. Ich spiele zuerst. Okay. Oh, let's go. Alle behalten. Butter, butter, bomb. So. Also, er kann eins bewegen. Und dann hier angreifen. Also wenn ich den so bewege, hier den Vergeltungstyp mache, wenn der angegriffen wird, haut er zurück. Das heißt, ihm gebe ich nochmal Macht, damit er noch ein bisschen fetter zurückhaut. Und füge meinem Blatt eine Spore hinzu. Ja. Machen wir das so. Und die Spore setzen wir dann in der nächsten Runde ein. Wenn ich sie hoffentlich ziehe. 2, 3. Okay, hier sind wir wieder. Aha. Grausamer Krieger. Die move man mal weiter und so mit meiner schön mit dem Bogen, den wir jetzt ausgerüstet haben, den Schuss schießen kann. So, den greifen wir noch an. Wir geben dem Rüstung. Einmal blocken bitte. Und ja, noch zwei Schaden auf den hinten. Oder direkt hier. Let's go, direkt finishen. Der hat auch Fernkampf. Ist natürlich krass. Ich aufpassen. Cool, der heilt die verbündeten Einheiten sogar. Krasse Scheiße. Okay, den finishen. Den finishen. Okay. Du movest mal hin und kannst den Boss angreifen. Ich move hier hin, greif auch an. Und dann am besten noch Surround spawnen. Hier noch ein Range Dude. Jupp. Gute Runde. Let's go. Okay. Ein Bogenschütze. So, wir haben nochmal Macht hier bekommen. Reichweite. Dann könnte ich hier zwei
4 Schaden machen. Ja, dann können wir sogar schon finishen. Blutritual. Entferne 2 Lebenspunkte von deinem Helden und verleihe freundlichen Handlangern plus 1 plus 1. Nice. Nehmen wir, denn wir haben diesen Healing-Talent, wo unser Held dann immer wieder heilt jede Runde. Füge deinem Deck 2 Sporen hinzu. Ja, wir brauchen mehr Sporen, oder? Was haben wir hier? Waffe 3, Bogenschlag 3, Macht 3. Kann bis zu auf der Karte. Nice, fetten Bogen. Zieh deinen nächsten Zauberspruch. Überleg, ob wir noch einen Leuchtstein hier nehmen. Füge dein Deck die Sporen hinzu. Nehmen wir mal bestätigen. Okay, gehen wir hier noch in die Sackgasse. Orkspeer. Battle him! Gucken, ob wir hier den Rüstungsbogen schon 3 haben. Nein, hier. Müssen wir den dann noch ausrüsten. Nicht vergessen. Kämpfen. 20 Leben. Okay, okay. Bling, 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 bling. Die ist gut. Da kriegen wir jede Runde eine Spore. Schuss. Bam. Schildkröte lassen wir hier hinten. Und dahin. Und dahin. Und. Was steht hier? Füge deinem Blatt eine Spore hinzu. Okay. Machen wir hier noch Blocker für den Schützen. Dann sporen wir mal. Nice. Blutritual. Check. Alle Handlanger pumpet ab. Und 2 Schaden können wir noch dem direkt hier feuern. Zusätzliche Bewegung kann der jede Runde, okay. Aua, der kann sofort angreifen, das Schwein. Okay. Boom, ja. Okay, kann nicht 3 weit schießen. Surround nehmen. Surround him. Immer schön mitziehen. Autsch. Hin zurück. Okay, der schießt mit 5 hoffentlich dahin. Die Schildkröte ist super. Jede Runde so eine Spore. 3 dahin. Evolution. Wähle eine Art des Effekts, den du willst.
Stärke Segen. Alle Einheiten mit Evolution erhalten. Plus 3. Okay. Ich will plus 3. Let's go. Ne, da müssen wir was dazwischen setzen. Ja. Du schießt dahin. Du rückst hoch und gibst ihm. Du gibst ihm auf. Du gibst ihm auf. So, du hier hin. Eingrenzen. So viele Sporen. Sporen. Sporen ihm ab. Sporen ihm ab. Heile am Ende jedes Kampfes bis zu 2. Am Ende jedes Kampfes. Ist das ein ganzer, die Runde im Kampf? Oder am Ende? Wir gucken mal. Er hat jetzt 12. Dann müsste er nächste Runde 14 haben. Das schauen wir uns mal genau ab. Ganzes. Okay. Verstanden. Verstehe. Jack. Die ganze Runde ist ein Kampf. Du hast Beute gefunden. Vernichte einen nebenliegenden gegnerischen Handlanger mit niedrigster Macht als dein Held. Wachstum. In dieser Macht hinzugefügt, erfüge alle allen nebenliegenden gegnerischen Einheiten Schaden in Höhe dieser Macht zu. Das ist nice. Letzte Worte. Übertrage alle Effekte auf diesen Handlanger bis zum Ende der Runde auf deinen Helden. Wenn sich der Handlanger weiterentwickelt, Kette, füge eine beliebige Gegner ins liebere Handlanger. Ne, machen wir hier den hier. Obar stetiger. Beide Mob. 1,15. Er ist ein Bogenschütze. Aufgepasst. Auch Bogenschütze. Die schützen, sonst ballert er mir die gleich weg. Naja, Runde beenden. What? Der kann zweimal angreifen und hat so viele Range. Und der Arsch. Aber ich baller auch gut.
Da ballert er sie alle weg. Pium. Counter-Attack. 3-1 zu Rette. Okay, geben wir hier ihm das. Okay. Und tschüss. Sporen ab. Achso, wir haben keine Mana mehr. End my turn. Das ist gut, dass ich den surrounded habe, der kann so nichts beschwören. Aber, ich hätte meinen Helden wegziehen sollen. Ich bin so dämlich, ich habe zwei unnötige Schaden gefressen. Okay, merke ich mir fürs nächste Mal. Wachstum. Jetzt hoch, zieh die Anzahl an Karten in der Höhe der Macht dieser Karte. Nicht schlecht. Tausche Gesundheit und macht dieser Handlanger es aus. Bis zu zwei. Zufälliges Ereignis. Aus einer dunklen Korridor erreicht dich die Stimme eines Mannes, der den Kopf eines Löwen zu haben scheint. Wie wäre es mit einem Tausch, Abenteurer? Ich habe ein Artefakt von einiger Macht gefunden. Sein Finger zeigt zielsicher auf das auf deine mächtigste Karte. Das würde reichen. 50% Chance zufälliges Artefakt, 50% Chance Betrug. Okay, wir machen mal. Tauschen. Folgende Karten wurden aus deinem Deck entfernt. Okay. Diese Karte wurde deinem Deck hinzugefügt. Wir haben also den Erfolg gehabt. Schwertring-Artefakt. Passiv. Erhalte am Beginn eines Kampfes plus 1 Macht. Das ist doch super. Jede Runde stärker. Er drückt dir etwas in die Hand und verschwindet in den dunklen Korridor. Nice. Okay. Echsen. Level 3. Kämpfen. Halte jede Runde ein maximal Mana hinzu. Ja, ich baller den gleich ab, ey. In your face! It's easy as that. Ja, dann der Bogenschütze. So und so und Schutz und Schutz bitte. Runde beenden. Handlanger. Gut, dahin. Eingrenzen, Leute. Füge deinem Deck 2 Sporen hinzu. Check. Angriff. Finishen wir ihn. Boom, ja. Und wieder hochgeheilt. Heute check. Du hast Beute gefunden. Betäubt deinen gegnerischen Handlanger neben einem Helden. Er hält es bei mir Range. Das lohnt sich bei mir nicht wirklich. Sporenkrabbe. Erhalte am Beginn jeder Runde eine Ladung Sporen. Wird die Einheit geopfert, füge dieses Sporen deinem Blatt hinzu. Wird die Einheit geopfert, füge diese Sporen deinem Blatt hinzu. Erhalte zu Beginn jeder Runde eine Ladung Sporen. Ja, das nehmen wir. Sporen ist super.
Ja, das ist eine tolle Waffe, aber ich will meinen Bogen behalten. Füge dem Blatt des Spielers. Füge dem Blatt des Spielers eine Spore hinzu. Mann, warum? Heilige Einheiten Raubtier. Greife zweimal an, wenn der Verteidiger weniger Macht als du hat. Ah, nee. Ist gut so. Du hast dein Level Up erhalten. So, Talent. Plus ein Mana. Alle Geschäfte, Schmiede und Tempel geben ein zusätzliches gratis Geschenk, bevor sie für ihre Dienste Geld verlangen. Das klingt gut. Erhalte plus 3 Leben, plus 1 Macht, plus 1 Sprint. Explosives Wachstum. Sprint. Erhalte jede Runde angehende zusätzliche Bewegung. Oh, das ist nice. Erhöht die Wahrscheinlichkeit für 2 und 3 Sterne-Karten dramatisch. Zweimal wahrscheinlicher. Einheit Multischlag. Einheit kann jede Runde zusätzliche Handlungen vornehmen, einschließlich angreifen. Okay, das sind echt gute Auswahlmöglichkeiten. Also hier könnte ich zweimal schießen. Hier könnte ich einmal schießen, aber mit mehr Macht und könnte noch laufen. Und hier wären die Geschäfte besser und hier meine Einheit. Ich würde das alles nehmen, bis aufs erste wahrscheinlich. Aber zweimal schießen ist schon krass, glaube ich. Ich nehme Multischlag. Oh nein, ich hätte oben noch das Ereignis nehmen sollen. Ich kann später zurückkommen. Ich kann erstmal die anderen mir holen. Heiler. Jo moin. Zufälliges Ereignis. Schatztruhe. 25 Risiko gehen zu... gesehen zu werden. Schatz stehlen. Der Raum, in dem du dich befindest, sieht wie ein Wohnbereich aus. Hinter stinkenden Zelten und einem fettigen Kessel findest du eine Schatztruhe. Ja, Mann, let's go. Wähle eine Karte, die du deinem Deck hinzufügen möchtest. Schatz, 20, zieh eine Karte. Schätze, die du im Dungeon findest, können in Gold umgewandelt werden, wenn du entkommst oder wenn du ein Stockwerk abschließt. Du hast 25%, wenn du siegst. Schatz 20. Okay. 45% Risiko gesehen zu werden. Mehr Schätze! Was ist das? Führe diese Fähigkeit aus, wenn diese Einheit zerstört wird. Schatz 30. Schätze dir. 65%! Go big or go home! Der kehligen Kriegsgeschrei stürmt ja aus der Dunkelheit ein gigantischer Ork entgegen. Ein gigantischer Ork! Let's go, battle up! Battle up! Runde beenden. Er kann zweimal angreifen, das Schwein. Autsch. Der Hund. Alter, der kann sogar pushen. Nice. Uff. Erstmal freischießen hier. Warum kann ich die nicht angreifen? Bin ich da zu nah? Ach so, aber nicht nebenliegend. Das ist natürlich eine Katastrophe. Eine schwerwiegende Katastrophe, würde ich mal sagen. Shit. Guter Move von ihm.
Tag! Okay, wir müssen hier erstmal Platz schaffen. Schützt ihm! Schatz. Sieh eine Karte. Okay. Puh. Der hat mir echt zugesetzt. Nicer Move von ihm, wie der hier pusht. Okay, ganz, ganz vorsichtig. Oh. Okay, erstmal der Finish stehen. Der Finish stehen. So viele Sporen. Boah, Alter, der räumt doch auf. Autsch. Mein Artefakt geht davon. Ich bin aber noch im Rennen. Schützt ihn! Ja, jetzt ist er auf dem Rückzug. Uff. Uff. Bruder muss los. So, jetzt gehe ich einen Zug zurück und Doppelpfeil in seine Fräse. Stirb! Also, wir mussten leider einen unserer Artefakte aufgeben. Aber wir sind noch im Rennen, immerhin.
Magische Truhe, Heiler. Heiler. Kleines Stückchen, bis zu 4 Lebenspunkte kostenlos. Jo. Ein kleines Nickerchen auf dem harten Boden bietet nur wenig Erholung. Mit schlaftrunkenen Augen machst du dich wieder auf den Weg. Unglücklicherweise wurde dein voriger Rückzug bemerkt. Jetzt bleibt nur der Kampf. King. 525. Was hat der denn da? Voll der fette Boss, ein Riesending. Ogertopf. Kann sich nicht bewegen oder handeln. Wird er zerstört, füge dem Oberkoch 30 Schaden zu. Ja, geil! Ich würde sagen, den gönnen wir uns noch. Auf zum Ogertopf, hä? Dump, dump. Nicht genügend Mana. Nicht genügend Mana. Ja, doch ein Blockieren-Zeug. Alla, der macht mich fertig, oder wie, oder was? Yo, Krabi. Oh Mann, ey. Huh. Du, du, du. 3 für Elite oder Boss? Was
Zwar ein Elite oder Boss, ich kann mir drei aussuchen. Lege die gesamte Blatt ab und verleihe einem Handlanger 3-3 pro abgelegte Karte. Okay, nicht schlecht. Waffe macht 5. Blocken 3 Wächter. Negiert einmal sämtlichen aufhaltenden Schaden. Ich finde diesen direkt in der Runde. Multischlag 2. Unentschlossen, unentschlossen. So, erhält am Ende des Kampfes einen zusätzlichen Leuchtstein. Ziehe eine Karte pro Runde mehr. Erhalte 15% mehr Lernen. Ja, go. Mehr Lernen, mehr Talente. Okay. Gönnen wir uns noch den Schatz. Du entdeckst eine magische Truhe voller Beute. Wähle eine Karte, die du deinem Deck hinzufügen möchtest. Erhalte ein Blocken. Ziehe aus deinem Deck die nächste Karte, die Mana kostet. Einmal blocken. So, und damit sind wir schon wieder in dem Nöstern. Wow. Gebietsname und verbleibende Gefechte. Portal, wohin? Okay, ein mysteriöses Portal erleuchtet eine Ecke des Raumes. Auf der anderen Seite kannst du den ersten Raum sehen, den du auf diesem Stockwerk betreten hast. Möchtest du hindurchschreiten? Let's go, wir gehen weiter. Tür geöffnet. Als du das Portal durchschreitest, hörst du das protestierende Knirschen von Zahnrädern und einen tiefen Grollen, als sich die riesige Tür zum nächsten Raum öffnet. Okay, let's go, hier rein. Diese Tür ist verriegelt, wir müssen nach rechts. My bad. Okay, zufälliges Ereignis. Du begegnest einem Priester, der alleine in einem Raum sitzt. Er gesteht, dass er exkommuniziert wurde, weil er sich weigerte, für seine Dienste Bezahlung zu verlangen. Er bietet dir Hilfe an. Heilen, eine Karte entfernen. Ich mach mal eine Karte entfernen, da wir uns selber heilen können. Jede Runde. Und wir entfernen eine Karte. Die hier, weil wir keinen anderen Sporenfresser im Deck haben. Lohnt es sich nicht, die weiterzuspielen. Echsenmatriarchin, Level 4 Bossfight. Die Luft ist vom Geruch abgestreifter Haut erfüllt. In einer Ecke windet sich eine Echse, die doppelt so groß ist wie du, um einen Haufen Eier. Es scheint, du hast die Königin gefunden. Oh shit, Königin Time, let's go. Königin! Vernichte diesen Handlanger nach 2 Runden und beschwöre stattdessen den Echsenalpha. Den Echsenalpha! Okay. Lass mal in Position gehen. Okay, Runde beenden. Was ist das? Einheit kann sich die Runde nicht bewegen. Entfernt am Beginn jeder Runde eine Ladung. Hexenkrieger.
Level up. What? Der springt einfach drüber. Evolution entzünden. Okay, bestätige. Bestätige. Wen wollen wir noch schützen? Uff. Echsen-Time. So viele Echsen. Multischlag. Okay. So viele Echsen, that escalated quickly. Okay, Runde beenden.
Gib ihm. Surround him. Easy, nachrücken in your face, nachrücken in your face, in your Doppelface. Boom, Bossgegner, besiege einen Boss, Jack. So, wir dürfen drei uns auswählen. Eine der kontrollierten Einheiten erhält Eile. Mhm. Erhalte den beschriebenen Effekt, wenn eine Spore gespielt wird. Der Schaden, der wird. Nice. Okay, den nicht. Oh, ist okay. Schatz. Ist dies nicht der Ablinksphase? Bringe halt den Schaden einmal um 3. Okay. Okay, bestätige. Treppe. Immer schön die Treppe. Ganz die Treppe zum nächsten Stockwerk des Dungeons gefunden. Au. Du kannst nicht zurückkehren. Ich kann nicht zurückkehren. Okay, was ist hier? Die Tür ist von außen verriegelt. Ja, ich habe aber probably keinen Schlüssel dafür. Okay, dann geht's halt weiter hoch. Meisterstock. Du erspähst eine Karawane, die auf dem Weg zum Ausgang ist. Möchtest du einige deiner Schätze in Gold umwandeln, bevor du weitergehst? Dein Gold ist sicher, auch wenn du nicht entkommst. Ja. Ja, alles. Alles umwandeln. Dieser Ort ist alt. Und falls das Gute hier jemals präsent war, so wurde es vor langer Zeit ausgemerzt. Die Wände biegen und winden sich in unmöglichen Formen. Am Ende langer Korridore erblickst du ein Miasma von Sternen, das durch die Wände leuchtet. Diese Gruben sind durchdrungen von Gestank fauler Eier. Eieieiei, die Gruben. Die Taubheit in deinem Hirn hält an, bis vor die Kreatur stehst, fast in Reichweite ihrer Kiefer. Ein feuchter, sich windender Wurm mit menschlichen Zähnen, deren magische Fühler sich um deine Psyche wickeln. Verteidige dich oder werde gefressen. Wir machen erstmal davonkommen. Gucken, was der hier noch so hat. Zufälliges Ereignis, Schmied. Schatten einer Hexe, machen wir zufälliges Ereignis. Ein rundes Portal mit einer Drehscheibe steht in dem ansonsten leeren Raum. Es sieht aus, als würde die Scheibe etwas fehlen. Schatz entzünden, das erwacht zum Leben. Auf der anderen Seite siehst du eine monströse Kreatur. Juwelportal. Schatz hinzufügen. Du brauchst mehr Schatzkarten, um zu zahlen. Ah. So alte Portal zerfällt hinter dir zu Staub. Ach, schade. Karte verbessern. Das erste Mal geht auf mich, Junge. Mhm. Jo, die Bogenschützen. Level 3. Wie viele Schätze haben wir denn?
Drei Schätze. Dann machen wir das hier mal. Wähle eine Schatzkarte als Bezahlung. Ach so, nee, abbrechen. Okay. Nee, kein Schatz. Abbruch. Let's go, fight them all. Kämpfe. Kling. Kling, klong. Nicht genügend Mana. Shoot him. Beende. Der hat auch Range Shot. What? Didn't know that. Ich habe die Karte verlesen, Leute. Ich habe gedacht, er kriegt von allen den Boni. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Sorry. The fuck was happening? Was ist passiert? What? Einmal war alles tot hier. Ist das Revue passieren? Was macht dieser Button? I have no idea. Defeat. Ah. 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 Okay. Wir beenden hiermit den Krieger One und auch diesen Part.
Wir werden im nächsten Part uns ein Magier-One-Man neu starten. Wer das sehen will und es nicht verpassen will, sollte unbedingt den YouTube-Kanal bei mir jetzt subscriben, dann verpasst ihr es auf keinen Fall. Wenn euch dieser Part gefallen hat, zeigt es mir, indem ihr den Like-Button smasht. Das war wieder Davrok, meistert die Karten, eben übelst gefailt, aber wir werden herausfinden, warum. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, bye bye.